Hallöchen, meine lieben Freunde der Nacht und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Replay-Video von World of Tanks. Ja, heute sind wir unterwegs im T40, einem TD der Amis. Ich habe ja irgendwie vor, mal die Ami-TDs auszutesten, weil die für mich irgendwann den großen Vorteil haben, dass sie irgendwann komplett drehbare Türme haben, was für ein TD gar nicht mal so unschlecht ist. Wir befinden uns hier auf Fimmelsdorf im Winter diesmal. Und ich versuche mich mal mit meinem TD. Ich tausche mal ganz kurz da oben noch was aus. Warum mache ich das aber nicht vorher? So. Mal hoch auf den Hügel zu fahren, weil eigentlich fahren die meisten Panzer normalerweise immer den Hügel hoch. Also auch schon auf Tier 4 eigentlich. Also ab Tier 4, Bitches. Hier sieht es gerade nicht danach aus, wenn man sich mal auf der Minimap anschaut, wo sich die ganzen Gegner gerade tümmeln. Aber egal, was der Rest macht, ich krabbel mal da langsam hoch, um zu schauen, weil irgendwer treibt sich bestimmt da oben rum. Da, die meckern schon rum. Da wird schon laut gebrüllt nach Hill. Aber trotzdem fährt da keiner hoch. Mal gucken, der M37 meckert rum, Hill. Aber... steht da unten in der Ecke und guckt. Naja, wir machen mal den Weg frei, scouten mal für ihn. So, da siehst du Panzer selbst an der Welle. Juhu, Treffer! Schon mal den ersten Schaden ausgeteilt. Und gar nicht mal so unschlecht. Und direkt den ersten Schaden gefressen. Eigentlich schon schlecht. Gott sei Dank ist die Arti mit am Beobachten und hat auch noch meinen reingebraten. Er ging dafür aber selber drauf. So, was haben wir denn? 236er Schaden haben wir kassiert. Da ist noch ein Scout. Halt, bleibst du stehen. Und ja, nochmal 30 Schaden kassiert vom Scout. Und damit dümpeln wir jetzt hier mit 9 Lebenspunkten rum. Ein Fahrfehler. Also ein richtiger Fahrfehler. Und ich glaube, wir sind weg. Also mal schnell um Hilfe schreien, dass hier vielleicht mal irgendwer auf die Idee käme, hier mal hochzukommen. Aber interessiert sich irgendwie keiner dafür. Na gut, dann nicht. Fahr ich halt alleine weiter. Wenn die nicht spielen wollen, spiele ich halt alleine. Aber wir haben Glück. Das ist das, ich glaube, zu dem Zeitpunkt der große Pluspunkt, dass hier oben kein Gegner ist. Also die tummeln sich echt unten alle in der Schlachtergasse. Ich zeig das mal. Da, Cursor, Minimap. Hier ist eigentlich immer irgendwas los in der ollen Banane. Das ist so diese typische Schlachtergasse. In späteren Gefechten ist hier weniger mit Heavy Tanks wirklich, denn hier tummeln die sich meistens so in dem Bereich. Oder wirklich klassisch hier oben ist das große Getümmel. Aber was haben wir gefunden? Guck mal da, eine Arti. Guck mal da, eine tote Arti. Herr Wollingen, 666 Schadenspunkte ausgeteilt. Das ist doch toll. So, was haben wir da? Haufen Schrott. Und was haben wir da noch? Da tümmelt sich gerade der Shihe. Na komm, ganz ruhig. Langsam einzielen. Das war das Gegenteil von langsam einzielen. Und man sollte sich vielleicht mit 9 Lebenspunkten nicht ausgerechnet mitten in der Map aufhalten. Na gut. Die erste Runde war was kürzer, die zweite Runde wird dafür was länger. Ihr könnt euch gemütlich schon mal die Stats anschauen, während ich das nächste Replay vorbereite. Also, bis gleich in der zweiten Hälfte. So, da sind wir auch schon in der zweiten Hälfte für das heutige Replay. Wieder mit dem T40. Und ich versuche das auch wirklich durchzuziehen, dass wir immer einen Panzer für ein Video nehmen. Es sei denn, es lässt sich gerade wirklich nicht anders machen. Oder ich habe einen Panzer abgeschlossen, damit noch ein Match offen und bin schon beim Nachfolgetank. Dann könnte es sich wahrscheinlich wieder überschneiden. Wir sind hier unterwegs auf White Park. So. Dann wollen wir mal schauen. Mit dem TD war ich eigentlich... Ich muss überlegen, gerade war ich hier schon mit dem TD großartig unterwegs? Nee, noch nie.
Also bis auf den T40 jetzt war ich hier mit einem TD so aktiv, dass es mir bewusst im Kopf hängen geblieben ist, nie unterwegs. Eigentlich bevorzugt mit dem Heavy, was natürlich auch daran liegen könnte, dass die Heavy-Linie gerade bei den Deutschen meine bevorzugte Panzerlinie ist. Aber, hey, wir haben... Nee, haben wir nicht. Schade, das sagt jetzt außer Termin den Schaden gemacht. Weil dann hätte unser Schütze wahrscheinlich auch was gesagt. So, was haben wir denn hier? Hier stehen Züge im Weg. Da kann man manchmal drunter durchschießen. Also auf der letzten Map, hier Himmelsrand. Himmelsrand? Quatsch. Bullshit. Himmelsdorf. Ich verwechsel das immer wieder. Zwei verschiedene Spiele, nichts anderes zu tun. Nee, aber auf Himmelsdorf kann man ja gerne mal unter der Züge lang schießen. Was dann zu dem einen oder anderen Verdruss bei den Gegnern führt. Okay, Platz frei schießen geht auch nicht. Der Typ treibt sich da irgendwo hinter dem Haus rum. Da, Mauer, Mauer. Oh Gott, ne, da, da. Ja, genau. Geht doch. Das ist das Haus im Weg. Da ist irgendwie weg. So. Ne, Himmelsdorf kann man unterm Zug lang schießen. Hier ist das eher Bullshit. Da sollte man vielleicht über den Zug schießen. Kann man den vielleicht rausscheuchen. Also er wird auf jeden Fall behakt. Oh, da, 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 da ist mehr Platz. Guck mal, vielleicht auch nicht drunter durch. Verdammt! Jetzt aber. Die Ami-Tanks sind eindeutig... First Kill. Also für uns zumindest. Also die Ami-Tanks eindeutig zu schlechte Präzision. Oder ich bin einfach zu hibbelig, dass der Schütze nicht richtig einvisieren kann. Aber da sind sie unter der Brücke schon durchgekommen. Die Gegner also... Müssen wir jetzt da irgendwie versuchen, ein bisschen Druck aufzubauen, dass sie sich da ein bisschen verkeilen oder sich nicht zu schnell verteilen, damit Hetzer und T82 auch noch was austeilen können an Schaden. Was haben wir denn da? Guck mal da. Typ 34. Ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Na, der bleibt für ewig stehen jetzt. Aber wir konnten noch ein bisschen Schaden reindrücken. Wir sind schon weit über den Soll. Also, jetzt von mir selbst gesteckten Solls, was wir an Schaden austeilen wollen. War es in der letzten Runde auch so, aber halt, da war doch wohl Sinn. Halt. Wo zählt denn das Vergangenheit sich schon wieder? Da, guck mal. Nein, nein. Da, da, ja. Ah, zu nervös. Nee, aber in Himmelsdorf sieht man es auch. Also ich bin zu schlecht. Ich lasse mir zu wenig Zeit, weil ich vermute, dass der sehr, sehr, sehr viel mehr Zeit braucht zum Einvisieren im Vergleich zu den Deutschen. So, Moment, Moment. Ah, auch nicht gekriegt. Da war er nicht, da war er. Ah, schau mal da, ein T40. Leider sieht er uns. Und drückt uns auch einen rein. Aber wir sind schneller. Wir haben einfach zuerst geschossen und meistens in solchen Tank-Gefechten vom gleichen Typ, wer da zuerst schießt, gewinnt das manchmal auch. Da sitzen die Gegner schon bei uns im Cap drin, also das können wir irgendwie nicht zulassen. Also fleißig draufbraten, dass sie immer zurückgesetzt werden. Weil das kann ja nicht sein, dass da einer am Cap drin steht. Und ich dachte die ganze Zeit, der wäre das. Aber doof wie ich bin, der stand hinterm Kreis. Denn da steht eine KV-1. Oder ein KV-1. Im Cap, den müssen wir eigentlich zurücksetzen. Wir sind schon beim dritten Kill angekommen. Autsch. Na gut. Aber wir konnten ein bisschen Schaden zumindest reinwürgen. Und hier wieder auch das Problem, Snipern über große Entfernung mit einer nicht ausgebildeten Crew, wenn man sich nicht genug Zeit lässt, um wirklich einzuvisieren, bringt nichts. Immer Zeit lassen. Ah, da steht, ich habe versucht, mich jetzt hier zurückzuziehen, damit ich ihn nicht mehr so sehr im oder für ihn vor dem Fahrradkreuz rumgammle. Aber wir sehen, es bringt nicht viel. Jetzt ist was von unserer KV-1 aufgedeckt worden. Aber was soll man machen? Ich bin zu nervös am Zeigefinger. Aber wir haben schon 1007 Schaden ausgeteilt, was gar nicht so schlecht ist, finde ich. Jedenfalls finde ich für diese Runde. Und können da nochmal ein bisschen Schaden reindrücken in den Gegner. Leider nicht den finalen Kill gekriegt, aber ordentlich Schaden ausgeteilt. Das war's denn für die zweite Runde von heute und damit auch für dieses Replay. Wir sehen uns dann übermorgen im nächsten Replay wieder, dann wieder auf der Seite Japaner.
glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Aber egal, ihr werdet es übermorgen sehen. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr schaltet wieder ein und hattet genauso Spaß bei diesem Spiel wie ich. Ihr könnt euch gleich nochmal die Statistiken anschauen. Also, bis denn. Tschö.